Wie würden Sie die Rolle von China und Russland im Weltsicherheitsrat bezüglich Syrien beurteilen? Ja, also gerade auch die Russen tragen eine Mitverantwortung für das Blutvergießen in Syrien. Rein politisch gesehen ist es verständlich, dass Syrien eigentlich die letzte Bastion der Russen im Nahen Osten ist, mit dem Hafen von Antakya, klar. Aber gleichzeitig kann man nicht immer auf den Diktator setzen. Die Russen hätten mehr mit der Opposition verhandeln müssen, um ein Konzept für die Zeit nach Assad. Denn Assad wird nicht der ewige Präsident Syrien bleiben. Und die Russen riskieren sehr viel, dass diese wirtschaftlichen Vorteile, die sie jetzt haben, verlieren würden, wenn sie mehr Blutvergießen zulassen. Und das tun sie. Man ruft die ganze Zeit, wir sollten Sanktionen gegen Syrien im Weltsicherheitsrat haben. Ich bin der Meinung, man sollte auch Sanktionen gegen Russland deshalb haben. Aber diese Sanktionen können die Europäer nicht durchsetzen, weil viele europäische Länder vom russischen Erdgas abhängig sind. So funktioniert die Welt, in der wir leben. Genau. Dann ist offensichtlich, dass Länder wie Iran, Bahrain oder Saudi-Arabien sich in politischen Angelegenheiten von Syrien einmischen. Ja. Was für eine strategische oder politische Bedeutung hat Syrien gerade für Iran? Natürlich, Syrien ist eine wichtige Allianz für den Iran, so eine Art Rückendeckung. Denn die Iraner haben nur Syrien und Hezbollah als letzte Verbündete sozusagen in der Region. Und die haben natürlich auch teilweise die Russen und die Chinesen. Aber mit den Russen und Chinesen ist es noch nicht ganz klar mit dem Iran. Deshalb wollen sie Hezbollah und damit Syrien natürlich auch den Rücken stärken, um selber irgendwie eine strategische Tiefe zu haben. Und das ist auch ein Fehler, denn dadurch, dass man bedingungslos einen Diktator unterstützt, schwächt man eigentlich die Sache, wofür zum Beispiel die Palästinenser kämpfen. Die Palästinenser sagen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Aber sie werden von Hezbollah unterstützt und Hezbollah erkennt die Selbstbestimmung der Syrer nicht und die Demokratie nicht in Syrien. Das ist ein Paradox und das ist ein Teil des Problems der arabischen Welt, ist das, was man für sich selbst beansprucht, selber nicht praktiziert. Man will Gleichberechtigung mit dem Westen und mit allen anderen und mit den Israelis, aber zu Hause verhält man sich diktatorisch. Das ist das Problem. Wie deuten Sie die Rolle der Türkei als unmittelbarer Nachbar der Syrien, die sich eigentlich eher mehr mit den Bevölkerung, die unzufrieden ist, sympathisiert? Ja. Wie deuten Sie diesen Umstand? Auch ein Teil des Paradoxes, denn in der Türkei leben auch viele unterdrückte Kurden, die diese Rechte nicht bekommen, die die Kurden in Syrien nicht bekommen. Und das ist natürlich ein Paradox, dass die Türkei eine unterdrückte Bevölkerung in Syrien hilft, während sie selbst einen Teil der Bevölkerung unterdrückt. Gleichzeitig ist es auch eine Chance für die Türkei, eine andere Rolle in der Region zu spielen. Aber natürlich, man muss die Hausaufgaben zu Hause zuerst machen. Das Kurdenproblem, aber auch Armenierproblem, und es gibt viele Probleme in dieser Hinsicht, die mit dem türkischen Nationalismus verbunden sind, die man lösen kann, bevor man natürlich ein Global Player und eine führende Rolle in der arabisch-islamischen Welt spielen wird. Das ist genau ein Teil des Paradoxes, dass man den Retter spielt, aber selber ähnliche Menschen zum Opfer macht, weil sie Unabhängigkeit oder Autonomie beanspruchen. Dann lassen wir das Thema Bahrain auch nicht unerwähnt. Wir wissen, dass Iran da auch sehr viel Einfluss hat und vor allem, dass auch in Bahrain die Schiiten, die über Jahre lang oder Jahrzehnte lang in der Minderheit waren oder sozusagen nicht in der Regierung vertreten waren und diese jetzt eine Regierung oder eine Macht anstreben, wie wird die Unterstützung der Iran praktisch auf diese Protestwellen gerade in Bahrain dann auch Einfluss haben oder zu welchem Ergebnis kann die Unterstützung von Iran dann führen? Es liegt in der Natur der Sache, dass zum Beispiel, wenn in Syrien Sunniten gegen Assad
protestieren, dass Saudi-Arabien den Sunniten zu Hilfe eilt. Das ist normal. Und das, es liegt auch in der Natur der Sache, dass Iran die schiitische Mehrheit in Bahrain unterstützt. Aber ich behaupte mal, die ersten Proteste, die in Bahrain stattfinden, waren keine sektärischen Proteste. Es waren junge Leute, die einfach den König nicht mehr haben wollen und auch Demokratie haben wollen. Und das war ein taktisches Schachzug von den, vom Könighaus in Bahrain, zu behaupten, es sind die Schiiten und sie wollen die Sunniten rauswerfen. Das stimmt nicht. Ich habe Freunde in Bahrain, die Sunniten und die Schiiten sind und beide waren auf der Straße. Das darf man nicht vergessen. Gut, dann kurze Abstecher nach Libyen. Ne? Ja. Der Umgang der revolutionären Kräfte in Libyen war nicht anders als das, das Verhalten des Vorgängerregimes. Ja? Diese hatte zur Folge, dass kaum eine Hoffnung zu der Demokratisierung des Landes bestand. Wodurch unterscheiden sich die Interessen der vielen Stämme von den Interessen der freiheitsgewählten Gruppierungen dort? Letzten Endes geht es auch in Libyen um Macht, um Geld, um Öl. Wie in den meisten Golfstaaten auch. Klar konnten die Rebellen in Libyen oder hatten sie keine gute Praxis mit Demokratie und Menschenrechte gehabt. Wo hätten sie das auch lernen können? Das müssen sie jetzt nach dem Sturz von Gaddafi lernen. Sie müssen einen Kompromiss finden. Man darf nicht vergessen, der Ausgang der Wahlen in Libyen war ganz anders als in Tunesien und Ägypten, dass die Islamisten ausnahmsweise nicht gewinnen konnten, dass eine liberale Koalition gewählt wurde von der Mehrheit der Bevölkerung, weil sie bessere wirtschaftliche Perspektive angeboten hat. Und darum geht es. Die Menschen wollen letzten Endes besser leben und sie wollen in Würde leben. Und es ist ihnen egal, was für eine Ideologie die Menschen haben, die an der Macht kommen. Hauptsache, sie sind kompetent und sie können etwas tun. Libyen ist anders als die meisten anderen arabischen Staaten, weil Libyen hat viel Erdöl und viel Geld. Da kann man sehr schnell Beschäftigungsprojekte für junge Menschen machen. Da kann man die Bildungssysteme sehr schnell reformieren. Und man hat wenige Menschen, die dort leben, nur 6 Millionen. Deshalb ist es übersichtlich und man kann die Probleme teilweise lösen. Gleichzeitig ist die Stammeskultur in Libyen sehr ausgeprägt. Die Rolle der Frau ist sehr problematisch wegen der Partizipation. Und das ist nicht gerade ein Fördernis für die Demokratie. Aber Demokratie fällt nicht vom Himmel, sondern man lernt Demokratie Schritt für Schritt. Und die Libyer müssen das auch lernen. Entweder lernen sie das und kommen weiter, oder erleben sie die Rückschläge, die viele Demokratien vorher auch erlebt haben. Das prophezei ich sowieso für die meisten arabischen Staaten. Nicht, dass nach der Revolution sofort ein demokratisches System entsteht, lupenrein und problemlos. Nein, die Basis wackelt. Die Basis gibt es in manchen Ländern gar nicht, wie in Libyen. Es gab nicht einmal eine Verfassung in Libyen. All das muss gemacht werden, braucht Zeit. Und braucht Institutionen, nicht nur einen guten Willen. Und diese Institutionen müssen aufgebaut werden. In Libyen, in Ägypten, in Tunesien und anderswo in der arabischen Welt auch. Inwiefern hatte die Universitätsunterricht und die dort zugrunde liegenden Bücher, allgemein im arabischen Raum, die junge Generation beeinflusst? Ich glaube, wenn ich den Einfluss des Buches mit dem Einfluss des Facebook auf die jungen Menschen in der arabischen Welt vergleiche, dann hat Facebook wesentlich mehr Einfluss. Erstens, weil es wenige Menschen in der arabischen Welt gibt, die Bücher lesen. Zweitens, weil die meisten Bücher in einer Sprache, gelehrten Sprache geschrieben ist, die nicht so viel sich eignet für Aufklärung und neues Denken, sondern baut auf die gleichen Strukturen. Es gibt viele, viele problematische Bücher, die Teil des Problems. Die meisten Bücher, die in der arabischen Welt gelesen werden, sind salafistische Bücher, die über Hölle und Tod, und sie werden von Saudi-Arabien finanziert. Und diese Bücher haben eine Ideologie entwickelt, die sehr gefährlich ist. Und Facebook ist der als Gegenpol versucht, ein bisschen Öffnung, ein bisschen Kommunikation ins Spiel zu bringen. Aber
es ist die Bildung, die Alphabetisierung, die die Voraussetzung war, dass die jungen Menschen auf Facebook sitzen und lesen können, was da geschrieben wird. Deshalb war es auch positiv, dass in vielen arabischen Staaten auch Bildung, auch wenn sie nicht effektiv war, aber zumindest ausgereicht hat, um zu alphabetisieren, dass die Menschen lesen und schreiben können. Das war die erste Stufe für eine Veränderung. Und vor allem, als Frauen angefangen haben, mehr lesen und schreiben zu können. Weil wenn Frauen lesen und schreiben können, profitiert die ganze Familie davon. Wenn der Junge lesen und schreiben kann, dann profitiert nur er davon. Aber wenn die Frau lesen und schreiben kann, profitiert die ganze Familie davon. Gut. Wir bringen den Iran wieder ins Spiel. Als Ayatollah Khomeini an die Macht kam, hatte er die feste Absicht, die islamische Revolution in die Nachbarländer und darüber hinaus zu verbreiten. Iran deutet diesen arabischen Frühling heute als eine notwendige und gewollte Islamisierung der Region und eine gewollte Absicht der Bevölkerung dort. Wie sehen Sie das? Ich glaube, die Menschen, die im Iran vor 30 Jahren auf die Straße gingen, wollten nichts mehr, als den Diktator loszuwerden und in Freiheit leben zu können. Sie wollten besser leben und sie wollten in Würde leben. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass eine Form der Diktatur gegen eine andere Form der Diktatur ausgetauscht wird, dass eine Form der Bevormundung gegen eine andere Form der Bevormundung ausgetauscht wird. Die Islamisten im Iran waren nicht die ersten, die auf der Straße gingen. Die kamen viel später dazu. Es waren die jungen Linken, die auf der Straße gingen, die Studenten vor allem. Und als die Revolution sich in die Länge gezogen hat, kamen die Islamisten dazu, dann kamen die Kassetten von Ayatollah Khomeini dazu und man hat mobilisiert und man hat von dieser Mobilisierung profitiert. Und wie in Ägypten jetzt war es auch damals, man suchte nach einer organisierten Form, Opposition, um das Land wieder aufzubauen und es waren die Islamisten, die diese Rolle irgendwie übernommen haben und dann fingen sie damit brutal an, ihre Gegner natürlich zu hinrichten, bis es zu diesem Stadium kam, dass sie alleine dann herrschen konnten. Und deshalb kann kein Mensch behaupten, dass es eine gewollte Islamisierung war, sondern eins kam zum anderen. Und weil sie diejenigen waren, die zu allem entschlossen waren und keine Gewalt gescheut haben, alle Mittel der Unterdrückung und der Folter benutzt haben, dann haben sie sich durchgesetzt. Dann konnten sie das vereinigen, was man braucht, um die Macht an einem Land zu behalten, die geistige Führung und das Militär. Da ist die Freiwilligkeit der Bevölkerung vollkommen vergessen worden, was die Ziele der Revolution, was die Proteste am Anfang, gerufen haben, all das wurde vergessen und Hauptsache dieses Machtgremium der Ayatollahs musste gestützt werden und bestärkt werden und jetzt regieren sie im Iran, haben sie ihre Finger in der Wirtschaft, die Mullahs und ihre Kinder. Was hat das mit der islamischen Revolution zu tun? Was hat das mit einer Revolution zu tun? Okay, trotzdem die These von den iranischen oder von der iranischen Regierung würde dazu passen, wie sie in ihrem Buch Der Untergang der islamischen Welt praktisch auch zwei Pole ausmachen. Es gibt auch im Westen praktisch Denker, die doch behaupten, dass der Islam an sich eine Art Wiedergeburt erlebt. Ja. Was sagen Sie dazu, dass sogar im Westen auch diese Meinung zum Teil existiert? Meine These ist, der Islam erlebt nicht eine Wiedergeburt, sondern einen Niedergang. Weil der Islam keine Konzepte für das 21. Jahrhundert hat. Der Islam hatte gute Konzepte für das 7. Jahrhundert, gute Lösungsansätze, weil der Islam zu dieser Gemeinde von damals gesprochen hat. Der Islam ist aber eingefroren worden, 14 Jahrhunderte lang und sollte jetzt aus dem Gefrierfach geholt werden und die gleichen Konzepte für das 21. Jahrhundert liefern, das geht nicht. Mein Schwiegervater ist Schiffskapitän, ja? Und mein Schwiegervater kann nicht in den See stechen
mit einer Landkarte aus dem 7. Jahrhundert. Er braucht eine Karte, ein Navigationssystem aus dem 21. Jahrhundert. Warum, nachdem wir iPhone haben, nachdem wir moderne Navigationssysteme haben, warum brauchen wir eine alte, zerknitterte Karte aus dem 7. Jahrhundert, um zu wissen, wohin wir gehen? Das geht nicht. Natürlich lassen sich viele in der Irre führen, indem sie sehen, dass der Islam zahlenmäßig wächst, dass 1,2 Milliarden Muslime in der Welt heute leben. Aber ist das jetzt ein Zeichen des Sieges des Islam, sondern oder ein Zeichen des Problems des Islams? Wer ernährt diese 1,2 Milliarden Menschen? Wer bildet sie aus? Wer schafft Arbeitsplätze für sie? Die meisten islamischen Staaten sind ganz unten, was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Die meisten islamischen Staaten sind ganz unten, was Menschenrechte und Frauenrechte angeht. Die meisten islamischen Staaten sind ganz unten, was Bildungsniveau angeht, was Wachstum angeht. Woher sollte dieser Neugeburt kommen? Mit welchen Konzepten sollte der Islam die Welt beherrschen? Indem man die Welt in Gläubige und Ungläubige teilt, indem man über die anderen Kuffar und Ungläubige spricht, das ist nicht der Weg, um in der modernen Welt zu bestehen. Beherrschen kann man die Welt mit Wissen, mit Technologie, mit gesunder Kommunikation, mit guten diplomatischen Beziehungen und natürlich mit militärischer Macht. Und wo gibt es das all das in der islamischen Welt? Nirgendwo wirklich kombiniert. Es gibt manchmal die Drohung, eine Bombe zu haben oder noch ein Flugzeug aus Amerika zu kaufen, aber das reicht nicht aus, um die Welt tatsächlich zu erobern. Die islamische Welt hat ein Problem mit sich selbst, ein Riesenproblem, und sollte dieses Problem lösen, statt von der Weltherrschaft zu träumen. Diese Weltherrschaft wird die islamische Welt nicht bekommen mit Parolen und mit Hass. Das geht nicht. Gut. Im Nahen Osten gab es viele Staatsstreiche, Revolutionen und immer mit der Hoffnung und mit der Versprechung, Freiheit und soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. Diese sind allesamt mehr oder weniger Katastrophen gemündet. Ja? Dabei ist meistens die Idee des Modernismus instrumentalisiert worden und meistens hat man auch einen Rückschritt als einen Fortschritt letztendlich beobachten können. Nimmt man jetzt die Kurden, die durch Anfall systematisch vernichtet worden sind, ja? Dagegen ist dieses Prozess in den Westen in Modernismus gemündet. Mhm. Wie würden Sie die arabische Frühling und ihre Zukunft in diesem Kontext beurteilen? Ja, sehr oft höre ich den Vergleich zwischen das, was gerade in der arabischen Welt stattfindet und die Wende von 1989. Und ich sage, das ist in Ordnung, aber von welchem 1989 reden wir? Von 1989 von Tschechien und Polen und Ungarn, wo es tatsächlich eine Wende gab, eine Veränderung, einen wirtschaftlichen Umbruch und Demokratisierung, oder von 1989 bzw. 1990 von den restlichen Republiken der Sowjetunion, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan. Und manchmal hat man das Gefühl, alles da, wo Stan am Ende steht, gibt es ein Problem. Und vielleicht hat das auch irgendwie mit der islamischen Tradition irgendwas zu tun, ohne das jetzt ein bisschen kulturalistisch zu behaupten. Aber es sind mehrere Beispiele, es sind mehrere Gründe. Erstens, es sind nur die Länder aus der ehemaligen Sowjetunion in die Demokratie geführt worden, die vom Westen unterstützt wurden. Und es sind die Länder, die keine religiöse Macht und Ideologie hatten, die sie daran hindert, in der modernen Welt zurechtzufinden. Länder wie, was weiß ich, Aserbaidschan, Turkmenistan, Kirgisistan haben nach wie vor Schwierigkeiten, sich vom sowjetischen Erbe zu lösen, weil sie die Gedanken aus der Sowjetunion ausgetauscht haben mit religiösen und stammeskulturellen Gedanken aus dem Islam und so weiter, und deshalb kommen sie nicht weiter. Die moderne Welt
die Demokratie hat bestimmte Spielregeln. Und die Spielregeln bedeuten, Demokratie bedeutet nicht nur, eine Mehrheit herrscht über eine Minderheit. Nein, das ist nicht Demokratie, sondern Mehrheitsdiktatur. Demokratie bedeutet, jeder Mensch ist gleich. Die persönliche Freiheit ist die Basis. Und die Individuen und die Minderheiten müssen mit Rechten ausgestattet werden, um sich notfalls gegen die Mehrheit wehren zu können innerhalb des demokratischen Systems. Wer das nicht kapiert, wird nicht demokratisch. Wer nicht kapiert, dass die Demokratie eine gesunde wirtschaftliche Entwicklung braucht und dafür braucht man Freiheit, freies Denken, freie Bildungssysteme. Wer seine Bildungssysteme einschränkt mit Religion oder mit irgendeiner Ideologie, wird nicht in der Demokratie weiterkommen. Wer sein Wirtschaftssystem durch religiösen Geboten einschränkt, wird nicht weiterkommen in der Demokratie. Und vielleicht das ist der Unterschied zwischen einem Teil der Sowjetunion, der jetzt Teil der EU ist, und einem anderen Teil, der nach wie vor Teil von Asien und Teil von der unterentwickelten Welt ist. Nochmal ganz kurz zurück zu Islam und der arabischen Revolution. Was würden Sie den Menschen erzählen, die doch davon ausgehen, dass Islam durch diese Bewegung doch schaffen wird, sich neu zu definieren und um zeitgemäß bleiben zu können und es auch schaffen wird? Das ist in Ordnung. Ich wünsche mir, dass der Islam sich neu definiert und dass der Islam anders auf die Welt schaut. Und ich nenne das Islam Light, denn der ursprüngliche Islam wird das nicht schaffen. Der ursprüngliche Islam mit Scharia, mit Dschihad, mit Unterteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige, mit Geschlechterapartheit zwischen Männern und Frauen, das geht nicht. In der modernen Welt geht das nicht. Aber der Islam kann verstehen, hier sind andere Zeiten, sie brauchen andere Maßnahmen, sie brauchen andere Denkweise und die Religion kann sich nicht einmischen in allen Angelegenheiten. Der Islam kann es schaffen, indem er sich zunehmend zurückzieht aus Bereichen, wo der Islam nicht zu suchen hat, wie die Politik und wie die Justiz. Aber der Islam als eine geistige Kraft, ich habe nichts dagegen, dass die Menschen in die Moscheen gehen und beten und meditieren und fasten, das ist schön, das ist auch für die Gesellschaft sehr wichtig. Die Werte wie Solidarität und Nächstenliebe, das ist alles wunderbar. Aber wenn es darum geht, einen anderen Menschen im Namen seiner Religion zu beurteilen oder sogar zu vernichten, da fängt meine Feindschaft mit dem politischen Islam an. Und da sollte der Islam sich von diesen Teilen abtrennt, so eine Art Inventur oder eine kleine Insolvenz machen sozusagen, das, was nicht mehr zeitgemäß ist, beiseite zu lassen. Die Leute, die glauben wollen, fein, gehen sie und beten. Die Leute, die nicht glauben wollen, das ist ihre Freiheit und Gott wird sie beurteilen. Wenn wir uns darauf einigen, dann ist es in Ordnung. Ich mache immer die Unterscheidung zwischen einem Moslem und einem Islamisten, zwischen einem Moslem und einem Wahhabi-Salafisten. Ein Moslem denkt, dass Gott ihn beschützt. Das ist schön. Aber ein Islamist denkt, er muss Gott selber beschützen. Ein Moslem kümmert sich um seine Beziehung mit Gott. Ein Fundamentalisten oder ein Salafisten kümmert sich um die Beziehung seines Nachbarn mit Gott. Das geht nicht. Das ist eine Privatsache. Das ist gut für den Menschen. Aber wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir uns im öffentlichen Raum treffen, dann soll nicht meine Religion deine Religion entscheidend sein, sondern wir treffen uns als Menschen, wir haben die gleichen Rechten und wir haben die gleichen Pflichten. Wenn wir uns darauf einigen können, dann haben wir verstanden, was Demokratie bedeutet. Wenn das immer noch ein Problem ist, wenn das immer noch ein Punkt, worüber wir diskutieren müssen, das ist selbstverständlich. Wenn wir darüber diskutieren müssen, dann haben wir ein Problem und müssen wir daran arbeiten, dieses Problem zu lösen. Okay. Dann ganz kurz zur vorletzten Frage. Ja. Wir haben noch zwei Fragen. Welche der drei Modelle, drei Islammodelle vor allem, die jetzt in Iran, Saudi-Arabien oder Türkei, wird nachhaltig sozusagen den arabischen Welt beeinflussen? Iran und Saudi-Arabien haben in der arabischen Welt keine Chance. Leider
versucht Saudi-Arabien mit Petrodollars dieses Modell in der arabischen Welt zu verbreiten, aber das hat keine Zukunft. Über die Türkei, da habe ich eine ganz eigene Meinung darüber, weil in der Türkei herrscht kein islamisches System. Die Türkei ist nach wie vor ein säkularer Staat mit einem islamistischen Ministerpräsidenten. Das darf man nicht vergessen. Die türkische Verfassung ist nach wie vor säkular. Die Scharia spielt keine Rolle in der Gesetzgebung in der Türkei. Und wenn in Ägypten oder irgendwo in der arabischen Welt begeistert vom türkischen Modell geredet wird und wir wollen auch einen türkischen Modell, dann sage ich auch bravo, ich bin auch für einen türkischen Modell. Ich bin für ein türkisches Modell. Aber, Freunde, vergiss nicht, das türkische Modell begann nicht mit Erdogan, sondern mit Atatürk, mit Säkularisierung. Und diese Säkularisierung hat Bildung gebracht. Und diese Bildung hat die Rolle der Frau in der Türkei verändert. Und das hat die Wirtschaft in der Türkei verbessert. Und das hat es möglich gemacht, dass eine Demokratie entsteht, wo Erdogan jetzt kommt und eine Rolle spielt als eine islamische Partei. Aber nicht umgekehrt. Ich bin dafür, dass eine islamische Partei alle Rechte hat, am politischen Prozess beteiligt zu werden. Aber wenn wir das Ganze mit dem Islam und mit Scharia anfangen, dann ist keine gesunde Basis, weil die Scharia versteht das Vokabular der Demokratie nicht, sondern versteht vertikale Beziehung, Gott spricht und ich höre zu. Und ich diskutiere nicht mit Gott, sondern ich tue, was er befiehlt. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Okay. Nun zuletzt, was für eine Botschaft hätten Sie für den jungen Iraner und Iranerinnen im Iran, um diesen Weg, der praktisch 2009 eingeschlagen wurde, fortzusetzen? Ich sage den jungen Iranerinnen und Iraner, und ich beginne mit den Frauen, weil sie mussten mehr Leid als die Männer ertragen. Ich sage euch, wir waren von euch inspiriert, als wir auf den Tahrirplatz gegangen waren. Wir haben gesagt, wir wollen wie die jungen Iraner eine grüne Revolution, eine friedliche Revolution starten, um die Diktatur zu stürzen. Und diese Inspiration hat uns geholfen, in Ägypten Mubarak loszuwerden. Ja, unser Weg ist noch lang und noch anstrengend, aber wir haben es geschafft. Glaubt nochmal an euch, seid nicht müde, kämpft weiter, erschafft das. Dieses Regime, gegen das ihr kämpft, ist wie alte Dinosaurier. Schaut zwar alt aus, aber ist verrotten und veraltet. Wie im Jurassic Park. Es fehlt nur ein paar Stiche und dieses Regime wird fallen. Habt nochmal Mut, geht auf der Straße und stürzt dieses Regime. Ihr habt die Freiheit verdient.